Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und wollen heute mal mit dem Pferdegott sprechen. Das Problem ist, ich glaube hier hinten gibt es noch irgendwo einen Krog. Die Frage ist, ist der dort unten oder ist der hier oben? Da würde ich auf jeden Fall gerne nochmal schauen. Ich habe mir nämlich ein paar markiert. Und da würde ich gerne nochmal schauen, ob der entweder hier ist oder... Tja, der soll eigentlich irgendwo... Der soll eigentlich irgendwo hier hinten sein. Die Frage ist, was ist das für einer? Hier haben wir noch ein paar Feuerfrüchte. Tja, die Frage ist, ist der jetzt... Ist der jetzt hier hinten? Oder ist der vielleicht sogar auf dem Pilz oder ist der da oben drauf? Das ist die Sache. Ich glaube eigentlich nicht, dass er hier unten drin ist. Ich hätte mir dann eher vielleicht vorgestellt, dass er hier hinten irgendwo ist. Beziehungsweise vielleicht ist das auch so ein Reisekrog, den wir dann hier hinbringen müssen. Aber dann müsste ja eigentlich sein Kumpel irgendwo sein. Hier haben wir ein paar Trampoline. Vielleicht irgendwo ein Baum. Wenn wir den nicht finden, sollen uns nicht so lange hier damit aufhalten, denke ich mal. Ist auch keiner, der hier irgendwo rumrennt. Hier hätte ich jetzt fast gedacht, hier ist eine Höhle. Na, unter der kleinen Brücke wird er ja sich nicht versteckt haben, denke ich mal. Obwohl, man traut das den Entwicklern ja alles zu, ne? Wir gehen mal gucken hier. Ich hätte so gern eine Fitrotte. Eine würde schon reichen. Irgendwer, eine Fitrotte, bitte. Oh, danke. Yum, köstlich, köstlich. Ist das Marlon, der Pferdegott hier? Ich denke mal schon, oder? Du warst das, oder? Du hast mir die Fit-Karotte gegeben. Nach all der Zeit, die ich mit leeren Magen ausharren musste, hast du mich befreit. Mein Dank ist dir gewiss. Mein Name ist Marlon. Ich bin der Gott der Pferde. Ich wollte dir für mein erstes Mal nach langer Zeit danken, doch ich bin noch immer hungrig. Ich frag mich, soll ich dich fressen? Ja, kleiner Spaß, du siehst mir nicht sehr lecker aus. Tja, aber eine Fit-Karotte wäre fein. Zum Dank kann ich dir Wünsche erfüllen. Zumindest, wenn sie mit Pferden zu tun haben. Zum Beispiel kann ich Pferde ins Leben zurückholen oder ihre Fähigkeiten verbessern. Aber wenn du meine Kräfte nutzen willst, verlange ich eine Gegenleistung, etwas zu essen. Ja, diese Fit-Karotte von eben, die war angemessen schmackhaft, aber ich sehe es, du hast noch leckere Sachen. Gib mir was von deinem Proviant und all deine Wünsche werden wahr. Wie gesagt, wenn sie mit Pferden zu tun haben. Schaust du mich so an? Es geht keineswegs nur darum, dass ich hier mir den Bauch vollschlage. Ich sag nur, um zu helfen. Niemals solltest du es wagen, den Gott der Pferde auf leeren Magen zu fragen. Diese Weisheit wird schon seit Generationen weitergegeben. Wenn ich also ein Pferd ins Leben zurückhole oder stärken soll, musst du mir Proviant bringen. Welchen Wunsch kann ich dir erfüllen? Pferd stärken? Pinky ist im Stall. Okay. Ich könnte die Zugkraft erhöhen mit einem Kräuterreisbällchen. Bei dem Rest brauche ich Wildgemüse. Na, machen wir mal das. Möchtest du die Zugkraft verbessern? Naja, klar. Nun, im Austausch für dieses köstliches, aussehendes Mal werde ich die Zukunft deines Pferdes erhöhen. Die Zugkraft deines Pferdes erhöhen. Okay. Ey, der geht ja voll ab hier. Ah, Zugkraft 3. Dein Pferd hat nun mehr Zugkraft. Jetzt sollte er sogar noch schwere Lasten ziehen können. Dem Pferd scheint es zu gefallen. Na, mehr habe ich sowieso noch nicht registriert. Okay, kann ich noch etwas für dich tun? Nö, auf Wiedersehen.
Okay, dann gehe ich mal wieder in meine Knospe und ja, wir sehen uns dann später. Okay, aber deswegen soll ja sich trotzdem noch irgendwo ein Krog befinden, den ich noch nicht wirklich. Oh, der kann doch nicht. Der kann doch nicht hier sein. Hier kann ich ja auch nicht ascenden hier nach oben, ne? Nun muss ich die Knospe erstmal aufmachen. Dass ich, ich kann ja nur mit dem Kollegen sprechen, ne? Kann ja nicht irgendwie hier. Warte mal, vielleicht komme ich ja von hier nach oben. Aber da ist leider auch nichts. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lass mal den Krog. Ich habe mir hier oben noch welche markiert. Ich könnte ja mal auf die Karte schauen. Ich habe hier noch welche. Da ist noch ein Schrein. Vielleicht haben wir ja mehr Glück. Aber hier müssen wir ja ziemlich weit nach oben. Und vielleicht gehen wir halt auch nochmal zu dem Labyrinth. Mal sehen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ne? Hier liegt eigentlich auch ein einzelner Stein rum. Aber ich glaube, der hat halt nicht mit einem Krog zu tun. Und hier nach oben klettern. Bin mir auch nicht so richtig sicher, ob das klappt. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das hinhaut. Vielleicht kommen wir ja auf einem anderen Weg hier nach oben. Ich meine, gut, klettern könnte man jetzt hier. Aber es gibt da wahrscheinlich noch einen viel einfacheren Weg nach oben. Ich weiß ja nicht, was sich hier vorne noch befindet. Auf jeden Fall noch ein Stein. Hier vorne sind wir auch noch nicht lang gegangen, deswegen schauen wir mal. Ja, dort vorne ist zumindest auch noch ein Krog. Wir brauchen ein neues Dach über dem Kopf, so wie ich das sehe. Jetzt kriegt man auf jeden Fall. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Rostiger Zweihänder. Ist das so ein Teil, was in den Himmel gefallen ist? Ich weiß es nicht. Also eigentlich sollte hier irgendwo ein Krog sein. Wer verfolgt? Ja, Schleimi ist okay. Aber warte mal. Hier kann ich ja nichts machen. Außer diese Hyrule-Tomaten, mit dem Stein liegt hier auch rum, aber der Stein wird nicht der Krog sein. Vielleicht einfach nur hier oben auf der Hütte. Ah, da müsste ich erstmal hier. Da müsste ich erstmal hier hochkommen. Oder an dem Baum. Hier nach oben komme ich nicht so ohne weiteres. Ach, hier ist ein Seerosenkreis. Alles klar, okay. Dann hoffen wir mal, dass wir hier ordentlich reinspringen können. Plupp, da haben wir ihn. Haben wir wenigstens den bekommen, sehr gut. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann können wir auf jeden Fall den erstmal löschen. Und dann müsste hier vorne noch irgendwo einer sein, den ich mir markiert habe. Da ist auch noch ein Brunnen, aber in dem Brunnen waren wir, glaube ich, schon. Ja, da ist ein Blätterhaufen. Da schmeißen wir am besten mal eine Feuerfrucht rein. Dann haben wir nämlich den hier auch. So. Dann können wir vielleicht die dort oben noch holen. Du hast mich gefunden. Dankeschön. Bumm. So. Hier unten am Stall soll auch noch einer sein, aber ich würde eher vielleicht dort nach oben gehen. Da war ja das Akala-Institut, was natürlich von den Jägern übernommen wurde. Aber da soll es auch noch drei
3 Crocs geben und warum ist hier so ein dicker Moblin? Und warum habe ich keinen Bogen? Hey, wollte ich eigentlich zum Brennen bringen? Hey. So, weg mit dir. Platt gemacht, sehr schön. Können wir weiter nach oben gehen. Na, ja, dann bringen wir dich halt auch zum Brennen. Okay, ist ja gut. Da hat einer Reisbällchen. Okay, der Hammer ist gleich zerbrochen. Ritterschild kann ich nicht mitnehmen. Schwert kann ich mitnehmen. Hier war noch so ein Flattervieh. Oh ja, was liegt denn hier oben rum? Nee, okay, Tulin. Wir gehen mal weiter. Guck mal, da ist auch noch ein Schrein. Ach, den haben wir schon. Wir müssen weiter hier nach oben. Ach, Mann. Wir müssen ja weiter hier nach oben. Und was willst du ja? Ach, hier steht einer, der will... Ich hab mich verirrt. Du hast dich verirrt? Reisender, Entschuldigung. Ich habe gehört, in dieser Gegend gäbe es einen Stützpunkt der Jägerbande. Weißt du da mehr? Wenn das stimmt, sollte ich mich von diesem Ort lieber fernhalten. Oh, ich weiß, wo er ist. Ah, zum Glück habe ich dich getroffen. Ich hätte mich völlig verirrt. Wahrlich ein Glück, jemanden so Nettes wie dich zu treffen. Jetzt habe ich direkt ein schönes Mitbringsel für dich. Dein Korb! Ja. Das war nicht so berauschend hier, muss ich sagen. So, du willst, dass ich das Schild für dich da festmache. Aber... Ach, hier ist ein Reisekrog. Nee, hier ist kein Reisekrog. Aber hier ist auch irgendwas, oder? Bei den Dingern kann ich nichts machen. Da soll es ja auch mehrere Crocs geben. Ich kann mir halt gar nicht vorstellen, dass es hier so viele auf einer Stelle gibt. Vielleicht maximal oben irgendwo auf dem Baum. Also garantiert dort oben ist einer, hundertprozentig. Hier ist eine Krogblume, okay, die habe ich gesehen. Das ist der hier, da kann ich die Markierung löschen. Da kann ich die Markierung löschen. So, dann holen wir uns erst den hier. Ja, so, den haben wir. Und vielleicht gehen wir sogar schon noch zum Labyrinth heute. So, mal sehen, wie es von der Zeit her geht. So, den haben wir. Wie gesagt, eigentlich müsste es hier oben irgendwo eingeben, aber die Frage ist, wie komme ich denn ganz da nach oben? Eigentlich mit einer Rakete müsste ich hier nach oben können. So. Aha. Was ist das denn hier? Vielleicht hier vorne auf der Spitze drauf? Irgendwas? Hier kann ich nichts machen.
Aber ich denke mal hier irgendwo. Oder vielleicht auf der Windmühle oder auf dem Ding da oben. Das ist eine schwierige Sache. Vielleicht doch auf dem Kran hier. Ja. Okay, auf dem Kran haben wir auch einen Krog gefunden. Sehr schön. Dann kann ich auf jeden Fall den Stempel löschen. Und jetzt sollte eigentlich hier unten noch irgendwo. Aber der ist vielleicht sogar hier drinnen. Nee, also hier oben nicht. Nee, lass mal. Ach, das bringt nichts hier mit dem. Gibt's ja auch noch Holzpfeiler. Und überall sind hier diese hässlichen Liga-Statuen. Ja, vielleicht sollten wir hier nochmal mit der Krogmaske zurückkommen. Wenn wir die dann irgendwann mal haben. Hier muss ich. Ah, warte mal, hier könnte der sein. Da muss ich wahrscheinlich Bananen reinstecken. Ich habe aber nur zwei. Ich habe nur zwei Bananen. Ich habe nur zwei Bananen. Ich müsste aber drei haben eigentlich. Jetzt hätte man natürlich noch eine. Ah, das ist natürlich schlecht. Aber okay, den Krog. Den Krog wissen wir dann. So, dann sollte hier unten sich noch ein Schrein befinden. Der müsste ja dann hier hinten Richtung Labyrinth sein. Den hatte ich ja schon von Weitem aus gesehen. Aber wenn der jetzt dort unten ist, am Strand, muss ja eigentlich von hier aus dort rüberkommen. Ich kann mich ja, glaube ich, hier hoch teleportieren, ne? Ja. Den werden wir aber auf jeden Fall noch mitnehmen, den Schrein hier. So, dann können wir nämlich auch die Markierung löschen und betreten den Schrein. Mal sehen, was uns hier drinnen erwartet. Ich hoffe ja mal, dass es ein Rätselschrein ist und nicht nur ein, ja, vielleicht ein Belohnungsschrein oder. Nee, ist ein Rätselschrein. Auftrieb. Okay. Ja, wollen wir mal schauen. Auftrieb. Okay. Okay. Warte mal. So, jetzt sage ich mal, das soll zurückgehen. Und. Ah, es geht nicht zurück, ne? Okay. Aber was bringt das mir hier? Komm doch eigentlich so nach drüben. Stelle ich mich da jetzt gerade ein bisschen zu blöd an?
muss jetzt einfach die Plattform nach oben nehmen. Und dann sage ich Zeitumkehr. Ach, Zeitumkehr geht hier nicht. Okay, doch, geht. Sehr schön, so. Ich brauche aber die olle Kuller noch dort. Aber die muss ja... So, warte mal. Sage ich Zeitumkehr? Das müsste ja eigentlich... eigentlich klappen. Warum liegt die jetzt hier oben drauf? Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Nee. Ich muss das anders machen. So, die muss ja durchs Wasser. Und die geht rum. Ich wollte gerade sagen, warum geht die nicht da nach unten? Aber das klappt schon. Da ist die Truhe, die ich brauche. Und hier könnte ich mir ein Floß bauen, wenn ich das richtig sehe. Damit ich da rüberkomme. Das Ding muss ja theoretisch gesehen schwimmen hier, ne? Nee, andersrum. So. Okay. Vielleicht sollte ich die einfach wegpacken. So. So, wenn ich das dort dran pappe. Nee, das müsste ja hier dran passen. So. Und dann kann ich auf jeden Fall die Truhe mir holen. Und darüber müsste ich ja ohne großer Zauberstab. Ah, das zählt nicht. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Meine Axt möchte ich aber nicht gerne wegtun. Ja, komm, dann muss das weg. So, und dann sage ich, das kommt hier drauf. Und dann müsste eigentlich die Tür aufgehen. Und ich müsste alles haben, ja. 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 Könnte ich nicht eigentlich mit dem Zauberstab auch... Passiert gar nichts. Okay. Na, vielleicht lege ich ihn auch gleich wieder weg. Erstmal das Zeichen oder das Segenslicht abholen. Ich wollte immer noch Zeichen der Bewährung sagen, aber das stimmt ja nicht. Das war ja Breath of the Wild. So, dann haben wir den Schrein. Und dann ist eigentlich die Folge auch schon wieder vorbei. Wir könnten uns auf jeden Fall ein
Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Wir könnten uns auf jeden Fall ein weiteres Herz holen. Jetzt werden wir nochmal auf der kleinen Insel da nachschauen, ob dort vielleicht ein Krog versteckt ist, aber ich glaube eher nicht. Ich würde sagen, obwohl hier unten waren wir ja auch noch nicht, ne? Hier unten waren wir auch noch nicht. Warum soll dort irgendwas sein? Also ich hoffe es ja nicht. Vielleicht eine Truhe oder so. Wir müssen ja da zu dem Labyrinth. Das heißt, wir müssen eigentlich nach oben. Wird aber ein richtig hässlicher Weg. Und hier unten ist noch eine Höhle. Ich würde sagen, wir machen die Höhle und das Labyrinth im nächsten Part. Küstenhöhle in Nord-Akala. Okay. Steinsalz. Was ist denn das dort? Das ist so eine... Ah, den Pfeil hätte ich mir sparen können. Elektroflügelbalser. Und ich brauche eigentlich noch einen Diamanten für die Lichtschuppenlanze. Also Mayoi gibt es hier auf jeden Fall drin. Die Frage ist, gibt es hier... Hey, du hättest eigentlich ins Wasser fliegen sollen. Dass du stirbst, so. Okay. Richtig schön ausgewichen. Warte mal, ich brauche auf jeden Fall eine stärkere Waffe. Ja, sehr gut. Da ist noch so ein Vieh, das ist auch nur ein blauer, das ist nicht so schlimm. Er sollte relativ leicht zu besiegen sein. Okay, dann können wir hier descenden. Nehme ich alles mit, die Truhe nehme ich auch mit. Ja, dann machen wir die Höhle noch und im nächsten Part dann das Labyrinth. Phönixhellbade. Ja, da könnten wir auf jeden Fall einen Stein dran fusionieren. Habe ich die jetzt mitgenommen? Ja. Okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, warte mal, hier gehen wir einfach mal nur so durch. Den lass mal. Den lass mal einfach mal. Oh, da sind ein paar Dicke. Führt die Höhle vielleicht sogar zu dem Labyrinth. Führt die Höhle vielleicht sogar zu dem Labyrinth. Muss ich erstmal hier vorne vielleicht noch schauen. Hey, da war ja auch noch ein... Da war ja auch noch ein Abzweig. Oh, hier gibt's Feen. Hier gibt's Feen. 3 Stück, sehr schön. Die muss ich mir auf jeden Fall alle holen. Das ist wie eine Feenquelle hier, ne? Nein! Ich will die Feen sammeln, genau. So oft kriegt man nicht die Feen, die Möglichkeiten, die einzusammeln. Und 3 Feen heißt auf jeden Fall 3-mal wieder... wiederbeleben. So, da gibt es sogar noch einen Maxi-Trüffel. Leuchtsam. Und wo ist die letzte Fee? Komm mal runter. Komm mal runter. Abschießen kann man die ja auch nicht.
Ich muss jetzt echt warten, bis die runterkommt. Sonst kriege ich die ja nicht. Ach Mann. Hä? Ist sie jetzt weg? Die ist weg. Na gut. Okay. Wir müssen aber, wie gesagt, auf jeden Fall den Majoi noch holen. Der muss hier definitiv noch wo sein. Ah. So ein Felsrautschleim hier. Okay. Ah, was ist das denn hier? Ein Hinox, ne? Das ist ein Hinox. Der liegt uns hier voll im Weg. 34, was habe ich denn hier für gute Waffen? Eigentlich müssten wir den... einfrieren. Okay, das ist sogar ein schwarzer Hinox. Oh Gott, der hat mir aber jetzt ganz schön... Okay, gut. Relativ einfach doch noch Blatt gekriegt. Grill-Elil-Flügel. Hinox-Herz hat Synthese 1. Schwarzes Hinox-Horn, Synthese 27. Das ist richtig gut. Und wir sind schon unterm Labyrinth. Wir sind unterm Labyrinth. Wir haben aber, wie gesagt, den Majoi hier noch nicht gefunden. Wir haben den Majoi hier noch nicht gefunden. Der hier definitiv irgendwo drinne sein muss. Also, auf jeden Fall, den Weg zum Labyrinth haben wir gefunden. Aber wir haben halt die Höhle noch nicht abgefrühstückt. Einen Schatz gibt es ja jetzt nicht unbedingt. Aber den Majoi muss es hier irgendwo geben. Ja, ist ja gut. Warte mal, vielleicht ist der ja sogar... Vielleicht ist er ja hier sogar irgendwo. Nee. Oh. Ich würde mich eigentlich jetzt nicht so lange in der Höhle hier aufhalten. Gibt's garantiert irgendwo... Gibt es garantiert irgendwo noch einen weiteren versteckten Eingang? Vielleicht ist der sogar mit einem Felsbrocken verbunden, also die ich kaputt machen muss. Naja, also wie gesagt, die Höhle ist noch nicht abgefrühstückt. Es kann ja nicht so schwer sein, hier jetzt den Majoi zu finden. Wie gesagt, hier ist die
Die Höhle mit den Feen gewesen. Hier geht's aber auch nicht weiter nach oben. Okay, okay, okay. Hier ist halt auch nichts weiter, wo man sagen kann, da könnte sich was verstecken. Er wird ja nicht bei dem Fiedert sein. Oder dort hinter? Ey. Ja komm, mach auf deinen Mund. Okay, jetzt haben wir den noch. Aber da ist auch nur, wie gesagt, der hat ja wie gesagt auch nur eine Truhe. Nimm Ritterschild 40. Dann schmeißen wir das weg. Obwohl das Sonaniumschild besser ist, da kriege ich keinen Blitzschaden. Eieiei. Okay, vielleicht geht's hier noch irgendwo rein. Jetzt hier hinter oder so. Weil da bin ich ja schon wieder. Bäh. Da bin ich ja schon wieder bei dem Labyrinth. Ich meine, ist jetzt nicht so verkehrt, ne? Aber die Höhle zählt. Oh, warte mal, die Höhle zählt ja hier auch dazu. Ah, guckt mal da oben. Da komme ich aber nicht hin. Warum komme ich da oben nicht hin? Wie komme ich zu dir? Oh, jetzt lässt er. Ja, vielleicht kommst du ja mal runter oder so. Ich könnte jetzt natürlich hier nach oben ascenden. Aber dann komme ich vielleicht nicht nach unten, oder? Jetzt hier durchgehe immer, bin ich ja im Labyrinth. Ist die Frage, komme ich denn hier an der Seite? Okay, warte mal, da ist schon eine Truhe. Weil dann komme ich eigentlich da raus. Oh, was gibt's denn dann hier zu finden? Ich guck einfach mal hier rein. Hochleistungsbatterie, okay. Aber das ist ja nicht der Schatz, den ich brauchte. So, aber die Majore möchte ich haben. Sehr schön. Dann haben wir die Höhle auch. Dann sind wir ja theoretisch gesehen schon. Theoretisch gesehen hier schon im Labyrinth drin. Aber eigentlich möchte ich hier noch nicht rein. Müsste ja eigentlich weiter nach oben, ne? Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt hier nach oben ascende? Wo komme ich denn da hin? Wenn ich natürlich jetzt direkt beim Schrein rauskomme, wäre das jetzt nicht das Problem, ne?
komme ich nicht. Okay. Aber da vorne scheint der Eingang zu sein, ne? Okay. Nehmen wir ein bisschen Eisfrucht mit. Hier haben wir einen Zettel. Da haben wir was zum Untersuchen. Das müsste jetzt eigentlich genau der Eingang des Labyrinths sein. Dann machen wir das im nächsten Part. Da ist das Schreien. Okay, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Geht's im nächsten Part hier im Labyrinth weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss, euer Basti.